Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Kamelin und auch nochmal damit hohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut in Silvester reingerutscht, auch wenn diese Aufnahme aktuell noch am 28.12. stattfindet. Ich hoffe, ich werde gut reinrutschen und ich hoffe auch vor allem, dass ihr gut reingerutscht seid. So. Ich sagen, geht's mal ab in die Richtung dahin. Das ist ein Feuerterror-Raid. Ich muss mal kurz so eine Typentabelle öffnen. So. Typentabelle pro. So. Was sagt die Typentabelle? Wow. Typ Psycho. Helfer. Schwierig, haben wir alles drei nicht. Will man behaupten. Ja. Außer wir haben eine ganze Tag für Pilia. Wir herstellen können, die gut ist. Spukball wäre geil. Fußstrahl. Würde. Dunkelklaue. Spukball, yes! Fertility-Splitter und Sangabu. Sangabu. Okay. Der ist Bodentyp. Schätze ich mal, lebt in der Wüste. Südliche Zone 5. Südliche Zone 5, westliche Zone 2, östliche Zone 1, östliche Zone 2. Okay. Weil wir sind hier. Das ist jetzt hier nördliche Zone 3. Das war's. Was für die westliche Zone 2? Westliche Zone 2, okay, da kommen wir eh wieder dran vorbei. Was schon mal ein Vorteil ist. Nicht Box. Ich will eine Position tauschen und wollen wir mal gucken. Es geht wieder in die Box.
Was für die Olli machen? Beutel. Oh, wir machen mal den Raid. Oh, das war nicht geplant. Jut. Gehen wir mit unserem Silot rein. Wir müssen ein paar mehr Bonbons abkriegen, um Krillia noch mal schnell aufs hoch zu pushen. Müssen wir uns etwas für die nächste Arena überlegen. Wenn es die nächsten Schritte sind, Herrscher-Pokémon Typ Boden und damit auch das letzte Herrscher oder der letzte Herrscher. Nee, schön, vorletzte Herrscher. Danach geht's Psycho-Arena, dann zur Eis-Arena. Dann geht's zum letzten Teams. Nee, zum vorletzten Team Star, dann zum letzten Herrscher und dann zum letzten Team Star und dann geht die Pokéliga. Also 6 Orden haben wir noch vor uns. Der richtige Weg, der geht immer weiter nach oben. Wieder richtig. Eisstein, nice. Der Weg ist gerade die falsche Richtung. Wir müssen jetzt gleich mal
Wieder in die andere Richtung gehen. Also, dass man von da oben kommt, ist ein sehr geiles Sound machen kann. Das klappt mir jetzt nicht. Ein Wiederball. Hier ist die 8. Arena. Ich weiß, da komme ich nicht wirklich hoch. Du hast gepatcht? Aber auf dem Berg da oben. Nice. Ich hasse mit dem Pokémon, die wir eingegraben sind. Let's go. Das war nice, Sunday. Das hat mir gespeichert und dann würde ich sagen, geht's runter, weil wir jetzt nicht an der Richtung müssen. Das ist entschuldigt die Richtung da. Oh, Schnee bedeckt. Thank you.
Ja, komm da rüber. Junge! Aktiv. Was? Als ob. Hasse. Ich habe so ein Update für, also generell so ein Zukunft, so generell so einen groben Plan für 2023 hier. Aktuell laufen zumindest Let's Play rein. Ich meine Pokémon Mond und jetzt halt auch Karmesie. Zukünftig kommen selten einfach ein Pokémon. Das steht fest, aber ich habe irgendwas. Ja. Wie gesagt, zumindest dann ist geplant noch Minecraft. Minecraft ist geplant. Zumindest sind Edition 3. Noch so was geplant hat. Das ist Festige Zone 2, oder? Ja. Ich kann überlegen, was er eigentlich geplant hatte. Jetzt ist halt das eine oder andere Pokémon-Spiel. Das ist halt wieder auf meinem Kanal eh immer vertreten mit Pokémon. Da wieder steht auch nicht fest was, aber ich gehe mal von so Minimum 2 Stück aus. Falls noch ein neues Pokémon-Game rauskommen sollte, zum Ende des Jahres kommt noch ein drittes. So, dann auf jeden Fall Minecraft. Auch zum Anfang des Jahres. Was hätten wir noch? Ich plane vermutlich, ich bin überlegen Skyrim. Weil es auch irgendwie nie komplett durch zu Ende Let's Played hatte. Das dann mal komplett durch zu Let's Playen. Da weiß ich aber nicht, wie es da aus, ob ich es mache, ob ich es nicht mache. Schauen wir hier. Eigentlich hatte ich mir gedacht, gemacht eher. Aber ich weiß gerade ganz gar nicht, jetzt war alles aufgemacht. Zumindest halt so ab 1. März? Ne, ich will 1. Februar. Und März. 1. Februar beispielsweise beginnt Pokémon Omega Rubin. Hab ich noch mal, das ist doch so irre klein. Ah, das kann ich aber sagen, zumindest wird erstmal das nächste Pokémon-Game, was kommen wird, wird halt erst Februar vermutlich Pokémon-Dings sein. Omega, also wird nicht vermutlich, sondern wird definitiv
Omega Rubin. So, Minecraft halt, da weiß ich noch nicht, wann genau startet, aber es wird zumindest doch relativ früh im Jahr sein, dass es startet. Das ist irgendwie. Ja, Nebuli! Dann. Ja, es gibt viele Spiele, die halt einfach nicht feststehen, wo ich halt noch nicht keine wirkliche Aussage zu treffen kann. Auf jeden Fall ab 1. Februar wird das Dings kommt, Pokémon Omega Rubin. Dann schätzen wir ab März, April, im Dreh wird dann Pokémon, wird dann Minecraft kommen. Pokémon Karmazin wird ja auch noch laufen. Was hätten wir dann noch? Wie gesagt, ich habe keinen weiteren Gedanken gemacht, ich werde mal vielleicht zukünftig mal irgendwas zu sagen, wie, wann, wo und wie alles geplant ist. So. Ja, was ist Focus Center? Ah, Zelda Survivor. Zelda Survivor plane ich eigentlich auch zu bringen. So, auf Zelda Survivor hätte ich übel Bock und dann würde ich auch vermutlich vielleicht sogar Zelda vor, würde ich sogar auf Zelda vor und Order vorwegbringen. So, ja, Zelda vor und Order ist halt übel geiles Game. Aber ich komme halt echt nicht dazu, das Spiel durchzuspielen. Sind wir schon in westliche Zone 2? So. Ich will mal ganz kurz den Pokédex gucken. Ob wir das Pokémon schon haben, was ich suche. Es hat die Pokédex-Nummer. Okay. 322 haben. Weil 22 haben wir im Dex. Habitate. Okay. Direkt unmittelbar an der Wüste. Nee. Und das ist mitten unmittelbar in der City. Was ist denn hier in diesem Bereich? Das ist ein Ice Raid, den wir auch noch mit. Es ist Luxio. Oder nee, Leufeo. Oder die Entwicklungsfrei. Das kann ver. Nee. Wir werden sehen.
Luxo wäre geiler. Luxio! Gut. Das war doch eine erste Entwicklung richtig. Machen wir den Raid nochmal schnell. Dann werden wir in der nächsten Folge alles Stumpf haben für Champs Fußball. Damit wir. Alles hinkriegen. Ich glaube, die gute Karte hat die gegen die nächste Arena. Die nächste Arena. Genaueren Infos, wie wann was geplant ist. Vielleicht gleich in Zukunft nochmal raushaut. Also wie was geplant ist. Aber hat noch die Zeit, das Jahr ist lang. Ich meine, die Folge kommt dann erst, wenn er dann erst rauskommt. Ich werde nochmal genauere Infos geben. Da werden wir mal einen Post im Community Chat machen. Wozu ist er denn da? Auch schon wieder ein Sonderbonbon, also ein EP-Bonbon M. Zweimal Terra-Typ Eis-Splitter, nice. Gut, der will es sein. Ja, was ist denn in die Richtung? Was ist für die Karte? Er lag hier nicht so gut. Das kann man ja. Damit wir gucken, unsere nächste Folge schon mal ein bisschen grinden. Für TM. Aquavelle, okay. Das heißt, wir müssen jetzt da rüber. Ich kann nur das kurz starten. Ja, wir müssen jetzt hier runter, da runter und dann sind wir hier eigentlich quasi in dem Bereich richtig. Ich will auch noch mal ganz kurz die Pokédex beantworten. Sonst wären wir einfach deutlich schneller da gewesen. Die 322 Habitat. Ja, das bist du ungefähr da, wo ich stand ist und da, wo die Bucht ist. Das heißt also ungefähr in diesem Sektor hier sein.
Aber gut, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich euch bitte voll vergessen, den Kanal zu abonnieren. Verpasst nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.